Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, ich nehme mal zu anderen, zu einem neuen Part Chaos of Deponia mit dem Zwergenfürst. Ja, hier sind wir jetzt im Versteck des, nicht des unorganisierten Verbrechens, das hat am letzten, im vorletzten Part. Hier sind wir beim Widerstand. Einen passiven Widerstand und Goal ist hier schon hergekommen, liegt dem Janosch schon zu Füßen und ja, Himmels den Widerstandskämpfer, den Anführer des passiven Widerstandes, des passiven Widerstandes. Ja, das kann ich nicht so gut. Den Dialekt kann ich einfach nicht nachmachen. Schade. Ja, sie Himmels den Anführer an. Reden wir mal mit ihr. Hallo Rufus, bist du vielleicht jetzt auch am sie Widerstand? Uns jetzt zum Doktor. So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen sind Ort. Sind wir ja mit Diet. Das wollte sie ja. Lass uns gehen. Ganz hier genau. Passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist Janosch. Immerhin der Anführer, weißt du? Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ja. Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janosch hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Wir müssen Anführer werden. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Hm. Kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend? Naiv Goal. Das ist nicht Baby Goal, das ist Naiv Goal. So ein bisschen naiv ist du schon. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janosch sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. So, und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Ja, Janosch ist wirklich super. Tja, aber dein Implantat, dein Gehirnimplantat, das ist irgendwie für die Sprengung von Deponia verantwortlich. Also nicht nur für ein Menschenleben. Ja. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Siehst du? Er hat echt was drauf. Ja, okay. Lauf nicht weg. Ich bin gleich zurück. Keine Sorge. Hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Natürlich. Ja, na, schreien wir mal mit dem alten Sack. Hallo, Rekrut. Was gibt's? Rekrut. Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch. Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janosch, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Bei dem Mutti im Keller. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ja. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Kommt mir bekannt vor. Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort? Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja, wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh. Dein Plan ist Mist. Meine genau. Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig ganz aussprechen. Genau. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Den habe ich.
Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. In den was für ein... Was für ein Ding? Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Pazifisten. Gesundheit. Pazifisten. Ja. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Nee, ich meine nicht Plan, ich meine Plan. Das ist, ja. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Oh Gott. Na, Revolution. Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Oh ja. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janusz aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Galeb mit reinschauen. Ja. Auch lahm, ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Hm. Da hört die Musik so tragisch auf. Na dann, Dia-Projektor. Hey! Was wird denn das, wenn ich fertig ist? Hm. Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Eine Dia-Show. Was? Oh, was ist denn das? Ein Black? Man kann ja gar nichts erkennen. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow. Das ist gut. Was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe? Hier. Was ist das? Eine Aufstiegsstation. Nee, der Springsturm. Der Springturm. Ich hab auch das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Ich habe einen ganz engen Sprechwind. Ich habe Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Deponia in die Luft zu sprengen. Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Nächstes Tier? Nein. Wir müssen uns wehren, wir müssen sie angreifen, wir müssen sie attackieren. Eine Offensive starten. Wir müssen eine Offensive starten. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Dort. Das ist die Position einer dieser Organon-Basen. Das ist die Koordination. Das ist Lage, ja. Standort. Okay, ja. Standort, Lage, Koordination.
Koordinaten, Position. Das hier sind die Koordinaten einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow, der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? Argus will hier eine Bombe. Eine Bombe abwerfen, dadurch nimmt's rum. Land. Lebensraum, Land, also Ozean, Meer, offene See, Rostrote Meer. Ja, Rostrote See. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das Rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Ein Trumpfauflager aus dem Ärmel, einen weiteren Vorteil. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein. Ich mach das schon. Oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das nicht noch lachen, gleich? Rufus. Ein Organon-Sprengturm. Oh nein. Nicht, Rufus. Oh, mein Bauch. Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin ein Ach, du Schreck. Ich hab einen Verdacht. Oh, Mann, so ein Mist. Einen Verdacht habe ich. Ach, du Schreck. Das heißt, wir müssen bei den Antworten alles richtig machen. Und zwar aus der Denke, dass dann im Nachhinein der Janosch das Ganze nochmal zusammenträgt, es nochmal in seinem Dialekt, in seiner Sprachfehlstellung dann nochmal vorliest, nochmal vorträgt. Und dann darf Opus dabei nicht lassen. Das heißt, nicht lachen. Das heißt, wir müssen die Antworten so auswählen, dass da keine Sprachfehler drin sind. Ach du Schreck. Ich hab's schon so ein bisschen geahnt bei der ersten. Hey, haben wir uns nicht deutlich genug ausgedrückt? Wir wollen hier keine Großmäuler, die sich über Janosch lustig machen. Ja, schwamm drüben. Ich wette, und er gibt immerhin. Ich dachte, du reißt immer nein. Ich bin ganz... Na gut, weißt du... Ganz im Ernst. Okay, wir müssen... gucken, dass wir Sachen, die er aussprechen kann, nehmen. Das habe ich schon so vermutet bei der Sache, wenn dann halt hier, als die ganzen Sachen kamen hier mit Rostrotes Meer, das Wasser, die See und so weiter, dass dann es nur um die Aussprache geht. Das ist ein Klecks, da würde er sagen Klecks mit G. Das ist ein Schniete, was auch immer ein Schniete ist. Töte, ein Symbol, ein Irrtum. Symbol, okay, da könnte aus Sprachschwierigkeiten mit dem B zum P machen, aber ein Irrtum, da wird ja, es wird Töte, ja, eindeutig Schnied. Ich glaube, Symbol ist das Beste hier. Ein Symbol. Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon regelrecht. Schnauze, lieb. Wow, was für mit Rhetorik. Aber. Und wie? Okay. Hier. Der Sprengturm. Was ist das? Nein, Sprengturm ist nicht Organon Basis. Unterschlupf. Stützpunkt. Ja, das sind die T's immer da drin. Organon Basis. Das ist eine Organon Basis. Aha. Und weiter? Deponia in die Luft sprengen, die Welt zerstören, in die Luft sprengen, ja, das wird wohl nichts.
die Welt zerstören, Erdball ausradieren, Planeten zur Explosion bringen. Oh wei. Erdball ausradieren, das könnte klappen. Da sind keine T's drin. Theoretisch. Der Organon will den Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Angreifen, wehren, Offensive starten, attackieren, angreifen, da wird es aus dem F wird das W. Wehren können wir wahrscheinlich auch nicht. Ah doch, Offensive wird zur Offensive mit Doppel-W. Also wehren. Wir müssen uns wehren. Nur so. Und wo bitteschön?